Hallo Freunde und willkommen zurück zu Of Orcs and Men. In der letzten Folge haben wir Buggyman getötet und stehen vermutlich vorm Endkampf gegen den Zele. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat er ein paar Berserker wiederbelebt. Was nicht cool ist. Aber wir stürzen uns jetzt mal da. Yep, er hat sie wiederbelebt, oder? Aber scheinbar nur mit halbem Leben. Okay, damit kann ich sogar dann noch halbwegs leben. Und als erstes sollten wir uns vielleicht wirklich auf den konzentrieren. Styx. Verbraucht doch erstmal deine Konzentration. Der Kerl hat viel Leben. Ich sehe es schon. So, okay. Styx darf die Berserker hier mal töten. Berserker mal kurz anhauen, weil wegen Vergiftung ausnutzen. So. Okay, er hat noch einen dritten belebt. Das ist nicht so cool, muss ich sagen. Befestigung, wir haben nicht genug Dings. Okay. Dann konzentrierst du dich mal auf den Berserker. Styx schaltet den Berserker hier aus. Das sollte ja drin sein, ne? So, das Damage Race gewinnen wir wieder. Schon mal. Sehr gut. Nummer 1. Dann. Akai. Fuß zum Leben. Schale. Täuben. Ne. Noch keine Schale, okay. So, den nächsten Berserker schalten wir aus. So, ich hab den falschen Mann gesehen. Ups. War keine Absicht, aber ist auch kein Problem. So, okay. Berserker da noch zu klump. Ach, der belebt die immer wieder. Na gut, das ist natürlich super. Das sollten wir natürlich dann mal verhindern. Ist natürlich nicht so nett, dass wir hier gegen den Nekromanten kämpfen, ohne das zu wissen. Aber gut, das war gut. Als er die das erste Mal belebt hat, war es schon nicht zu erwarten. Der kann sich auch heilen. Ja, nee, ist klar. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Reden wir nicht mehr von. Jo. Nope. Berserker sind scheinbar echt nicht so nett. So, einmal. Das Problem ist, dass unser Ork hier gerade drauf geht, was mir nicht gefällt. So. Und Styx hat's betäubt, na toll. Styx hat es dahin gerafft. Das werden wir nicht überleben. Okay, ich glaube, man sollte sich wirklich nicht auf die Berserker konzentrieren. Jo. Okay, das war tot. Aua. Okay, wir sollten möglichst versuchen. Grün heute! Ich denke, bla bla. Ach, den müssen wir jetzt auch nochmal kämpfen, den Kampf. Das ist natürlich nicht so cool jetzt, Spiel.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wir werden den ganzen Scheiß einfach überspringen gleich. Sparen demnach ein bisschen Zeit. Das Problem ist, dass wir dann dementsprechend auch den Kampf da drinnen nochmal machen müssen. So, weg mit dir. Dankeschön. Dann hier mal hoch. Ja. Können wir das... Hallo, ich will das überspringen, bitte. Auch Spiel. Ich drücke auch jede Taste, also wir können es wirklich nicht überspringen. Ach komm schon. Bisher warst du so benutzerfreundlich. Ihr Wachen, tötet sie! So, brauchen wir gar nicht mehr so weit laufen. Ausschalten. Danach können wir uns auf den da konzentrieren, den aussaugen. Das geht alles ziemlich schnell. Das ist auch kein Problem. Ich hoffe, dass wir dann gleich die Skalaber von Barryman wenigstens überspringen können, sonst wird es echt nervig. Meine Güte, Jungs. Ihr macht es so schwer. Hust, hust. Nicht. Oh, immer einfach zweimal Lebenssaugen. Das ist echt kein anstrengender Kampf. So leid es mir für die Menschen tut, aber irgendwie können die nichts. Ach ja, stimmt. Oh nein, so noch die Berserker. Die werden anstrengend. Das konnten wir überspringen, das ist schon mal viel wert. So, wir fangen damit mal an, dass er sich schon mal regeneriert. Natürlich jetzt schade, dass wir den Skill nicht haben. Der wäre vielleicht sogar gar nicht mal so verkehrt gegen die. So, du komm mal her. Ja. Da hast du das schon mal nicht. Okay, rein, drauf. Und einmal. Zack. Weg damit. Dann. Nochmal den drauf, merken, dass es ihn zum Guten bringt. Und tut es sehr gut. Auch wenn der dadurch einen Schadensbonus scheinbar bekommen hat, was nicht so cool ist. So, Lebenssaugen. Das macht leider gegen die echt nicht so viel Schaden gefühlt. Weil ich halt nicht genau weiß, ob es einfach daran liegt, dass die so viel aushalten oder dass es wirklich halt einfach weniger Schaden gibt. Ich weiß es halt nicht. Da wären dann wiederum Schadenszahlen interessant. Aber gut, nicht jedes Spiel Schadenszahlen. Wo könntest du jetzt mal sterben? Anfang geht's nicht gerade echt scheiße. So, wir vergiften mal den nächsten. Vergiftet, Bluten und Verwirrung. Rüstungsbeschädigung, das ist doch gut. Lass dir erstmal die Finger von Akai.
hat er mich betäubt, weil ich das durchziehen konnte. Oh, das geht schneller. Meine Güte. So, Rüstungsbrechen. Also für den Bluteneffekt primär. Sehr schön. Und aussaugen. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich gegen den Zele vorgehe. Das könnte nämlich jetzt ein bisschen nervig werden. So, Arkai. Betäubt ihn nochmal, bevor der Stux hier konstant permabasht. Dankeschön. Ist ja ein Permastunt, muss man ja sagen. Da hinten ist der Zele schon aufgetaucht. Der gehört dir, Kumpel. Arkai. Na toll, ich bin berührt und amüsiert von deiner Wut. Aber was denkst du mit dem Angriff auf den Turm? Ich schneid's einfach schnell raus. Bis gleich. So, da wachen wir wieder auf. Ich hoffe nur, dass ich den Kampf jetzt überlebe. Ich will den Scheiß nicht nochmal machen müssen. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Können wir vorher speichern? Das wäre voll gut. Mist, das Feuer breitet sich aus. Du musst dich beeilen oder niemand kommt hier lebend raus. Warum kann man den Scheiß denn nicht überspringen? Wir haben alles erledigt. Nur das zählt. Der Kampf. Wir werden kämpfen, wie es sich zu kämpfen gehört. Ehrenvolle Worte, Grünhaupt. So soll es sein. Du wirst in den Flammen brennen. So wie meine Schüler. So wie meine Kinder. Wir können natürlich nicht speichern. So, und wir konzentrieren uns mal voll auf den Zele. Okay, Freigabe, den weiterhin einfach permastunnen, wenn möglich. Kurz vergiften. Und weiter mit Dolchen beschmeißen. Denn einerseits vergiftet es ihn, andererseits kann es ihn betäuben und steht nicht mehr drin. So. Arkai, zu den nochmal holen. Dann. Perfekt. Der Zele ist tot. Außer der hat noch eine zweite Phase, das wäre nicht so cool. Headbutt. Du solltest die Maske aufbehalten, Inquisitor. Bin nicht sicher, ob sie noch passt, wenn ich mit dir fertig bin. Wir müssen hier weg. Los! Na dann, lauft mal, Jungs. Aufzug im Brandfall nicht benutzen, heißt es. Ich würde mich daran halten, vor allem wenn der Aufzug aus Holz ist. Beweg deinen Hintern, Kumpel! Söldner, Rakash und Wiederholungstäter. Erledigt. Abgesehen vom Unvorhergesehenen lief alles wie am Schnürchen. Oh, perfekt. Muss schon sagen, nichts kann tausende Orks aufhalten, denen der blaue Himmel versprochen wurde. Angeführt von Arkais Vater sollte sich besser niemand in ihren Weg stellen. Es gleicht einem Erdbeben, wenn sie losrennen. Selbst deine Schreie könntest du nicht hören. Adek und die Magier haben den Turm entzündet. Neben dem Durcheinander wurde so auch ein Signal an das gesamte Imperium und die Inquisition geschickt. Irgendwas wie, alles hat seinen Preis oder lebe und stirb durch das Schwert, wie auch immer. Das Prinzip ist klar, irgendwas Orkisches. Die Moral der Geschichte?
Ich hätte mir den verdammten Fuß brechen sollen, als ich den Auftrag bekam. Aber ich wiederhole mich. Für Arkay war es schlimmer. Barryman war zwar ein Scheißtyp, aber sein Plan ging auf. Bald werden Armeen der Elfen, Menschen und Zwerge die Südländer angreifen. Nicht erst der Anfang der Probleme, aber wir haben einen Wendepunkt erreicht. Und er wusste es. Er war mittendrin in diesem ganzen Mist. Zumindest hat er seinen Vater gefunden und die Stärke, sich selbst zu finden und die Scherben aufzusammeln. Er kann seine Wut kontrollieren. Kein Grund mehr, sich Sorgen zu machen. Zumindest seine Familie. Und ich werde da sein. Der loyale Soldat, der ihn vor sich selbst beschützt. Oder es versucht. Professor, primär versuchen. Wir sehen, wie du es versuchst. Ja, und das war's. Aber wir sind noch nicht fertig. Okay, es gibt noch eine Cutscene. Der ist tot. Der sollte zumindest tot sein, nachdem was Arkay mit ihm angestellt hat. Aha, schwarzer Bildschirm. Schwarzer Bildschirm ist interessant. Okay. Ja, wir sind, wie gesagt, noch nicht fertig. Denn ich will wissen, wie es ist, wenn wir den Imperator nicht töten. Und deshalb werden wir das jetzt hier nochmal laden, wo wir am Montag angefangen haben. Ja, da haben wir davor keinen Speicherstand mehr. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir vor der Wahl stehen. Bis dahin hoffe ich, dass es... bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Das geht ja gleich noch weiter. Also wir sehen uns gleich wieder. Hier muss ich jetzt gerade nochmal reinschalten. Ihr seht, wir haben, falls ihr euch erinnert, hier standen 5 Schwestern, beziehungsweise 4 Speerträgerinnen und eine mit so Dolchen. Und? Perfekt. Und was? Der Imperator muss sterben, Stix. Egal was ist. Das war, okay, anders gefragt. So war es beim ersten Mal ursprünglich auch geplant. Der Zwerge und Elfen, wenn sie bereits hier sind. Der ich Trick denke, war, wir sollten alle Zeugen beseitigen. Das ist ernst. Sich hier dran vorbeizuschleichen, hintenrum, die zuerst auszuschalten, dann die beiden hier zu holen, sie zu holen und dann die als letztes. Wir haben ja versucht, wir sind hier irgendwie so durchgeschlichen und wurden dann erwischt. Das war nicht so klug. Also außenrum ist sinnvoller. So, und jetzt steht eigentlich nur noch ein großer Kampf vor. Ich würde fast sagen, den hauen wir auch noch mit eben in die Folge, weil das war ja durchaus nicht gerade der leichteste Kampf. Auch wenn wir ihn relativ halbwegs gut geschafft haben. Mit ein paar Mal einem toten Styx, aber das ist jetzt nicht so unser Problem. Aber wir wissen ja mittlerweile, wie effektiv das Lebenssaugen ist. Und werden das dementsprechend wahrscheinlich auch ein paar Mal öfter benutzen. So, Hunde lassen wir in Ruhe mitschleichen. Das sollten wir unterlassen. So, die da vorne konnten wir ja ausschalten. Das war ja kein Problem. So, geht hier einfach bitte alle wieder weg. Okay, das war an sich doch ein Problem, aber egal. So haben wir es beim letzten Mal auch gemacht, also. Never change a running system. So, Arkay. Ganz wichtig, provozieren. Die verprügeln. Auf die Großschwester. Alter, die nimmt aber auch wenig Schaden dadurch. Halleluja. Ich meine, okay, wir haben auch noch nicht das 100% Damage Upgrade davon. Muss man ja auch dazu sagen. So, wir müssen die Lanzenträger zuerst ausschalten. Das Styx hier hinten jetzt aber zweite, das sollte so nicht sein. Und
Sind das zwei Großschwestern? Nö. Nur eine. Die andere sah irgendwie auch wie eine aus. Ich weiß nicht warum. So, Weil wir sollten vielleicht wirklich einfach uns ein bisschen heilen. Diese Großschwester macht mir echt einige Probleme und die konzentriert sich vor allem halt auch immer auf Styx. Das ist voll unfreundlich. Das wird Styx nicht überleben. Haben wir noch eine Lanzenträgerin? Ja, haben wir noch. Dann nochmal. Wie die sich schon instant wieder zu Styx umdreht. Das ist voll unfreundlich von der. Und ihr Damage Output ist unglaublich. So, können die jetzt bitte einfach mal sterben? Danke, meine Güte. So, Styx, du könntest mal dich um die Dolchdame hier kümmern. Ja, okay, die Großschwester hat einfach nur unglaublich wenig Schaden gefressen. So, die Schwester ist tot. Dann, Akai. So, und du kannst dich mal um die Lanzenträger kümmern. Weil die fügen ja Akai durchaus mehr Schaden zu, das wissen wir ja. Beziehungsweise wir wurden mehrfach darauf hingewiesen, dass dem ja so ist. Weil man sieht, dass wir noch nicht das Schadensupgrade haben. Leider. Aber gut. Man kann ja alles haben. Die lebt noch. Hat sich erledigt. So, dann, okay, betäuben wir halt mal den Hund. Knocken den vielleicht auch aus. Okay. Ab jetzt, okay, geht's nicht so gut. Ja, das war's mit Akai, aber das ist nicht so schlimm. Dann darf Akai nochmal aufstehen und die Mutter der Klagen wird mal ein bisschen ausgesaugt. So, das war's eigentlich auch schon. Nur noch der Hund. Wenn ich gegen Gewalt, wenn ich dagegen bin, Gewalt gegen Tiere anzuwenden, das muss leider sein. So, ja, bla bla bla. So, und in der nächsten Folge werden wir dann sehen, wie es genau abläuft, wenn wir eben den Imperator nicht töten. Ich gehe davon aus, es wird gegen Ende wieder aufs Gleiche rauslaufen, dass Barryman uns irgendwie doch linken wird und irgendwer wird dann den Imperator töten und es wird dem Ork in die Schuhe geschoben. Aber wie gesagt, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns. Bis morgen. Hallo Freunde und willkommen zurück zu Of Orcs and Men. Wir sind wieder davor, den Imperator zu besuchen. Aber ich habe ja gesagt, ich will diesmal mich dafür entscheiden, ihn nicht zu töten. Einfach um zu wissen, wie es vorangeht. Und die ganzen Dialoge werden wir natürlich skippen, weil das kennen wir alles schon. Und wir werden jetzt primär eigentlich nur laufen. Und alles andere ignorieren.
Denn, wie gesagt, kennen wir alles schon. Bestimmt eine Ratte. Und wir wissen ja mittlerweile, dass es ein Hinterhalt ist von Barryman. Die haben Ratten. Deshalb entscheiden wir uns entsprechend. So, bla bla bla. Kennen wir alles schon. Weiter geht's. Müssen halt gleich als Arkai einmal einen Kampf bestreiten. Das war's dann aber auch. Frage ist natürlich, wie wir das so angehen wollen. Ich denke mal, wir sollten ein bisschen offensiver vorgehen. Ist ja durchaus diesmal auch gar nicht so schlimm, sollten wir in Rage verfallen. Wir haben ja kein Stück, den wir hier umbringen konnten. So, und kaputt. Hey, danke. So. Dann können wir den schweren Soldaten mal ein bisschen verprügeln. Und dann mal unsere Wut verbrauchen. Denn wir nehmen doch gerade ein bisschen Schaden. So, Nummer 1. Mal ein bisschen Leben regenerieren hier. Dann hauen wir die wieder. Und das sollte eigentlich für den zumindest schon mal tot sein. Wenn AK jetzt noch einmal zuhaut, danke. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen defensiver vor kurz. So, Klappe halten, Kumpel. Wir müssen uns ein bisschen regenerieren. So, regenerieren wir noch einmal und danach hauen wir den zu Klump. Den kleinen Menschlein da. So, und auf die Omme. Irgendwie sehe ich aber auch nicht, dass unsere Rüstung den Schaden wirklich groß reflektiert. Weil, halt doch, wenn man genau hinguckt, das ist immer nur so ein ganz kleines bisschen halt, leider. So, jetzt aber. Meine Güte. So. Dann sollten wir, glaube ich, gleich wieder in die. Ja, wobei, hier kam, glaube ich, nochmal ein Kampf. Oder? Ah ne, stimmt, das war. Das macht der Arkai automatisch. Den Kampf hier. Töte die Grünhaut! Die 5. Die macht er mit einem Hit kaputt. Und jetzt gleich werden wir erfahren, was passiert, wenn wir uns dafür entscheiden, den Imperator nicht zu töten. Wie gesagt, ich denke mal, wir laufen trotzdem in eine Falle von Barryman, der den Imperator dann irgendwie selber umbringt oder so. So, den Imperator nicht töten. Das ist zu einfach. Es scheint, dass du in meine Falle getappt bist, Monster. Was tust du? Ergreift ihn! Barryman hat euch befohlen, mich zu beschützen! Verreckt! Oh, da kommt es so dazu, okay. Der Imperator ist tot. Informiert Barryman. Ja, und ab da kennen wir es, ja. Okay, dann hätten wir das geklärt, aber Was ist? Tut etwas! Wo sind die Schwestern? Informiert sie! Los! Mörder, wie ihr alle! Seht, meine Herren, ja. Seht ihr, wie diese Kreaturen unseren Imperator... Hab ich nicht gesagt, dass die... Ein Blutkäfer, meine Herren... So furchtbar, dass ja, ich das war genau das gleiche. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Und dann wird das sogar noch in die letzte Folge reingeschnitten werden. Das heißt, ihr seht das hier jetzt noch am Donnerstag und das war's dann effektiv. Also wir hatten so gesehen noch nicht mal wirklich eine Wahlfreiheit. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen und Montag gibt es dann wie immer ein neues Projekt. Ich werde mir mal überlegen.
Ich denke mal nicht, dass wir schon Styx Master of Shadow spielen werden. Wie gesagt, ich gehe fast davon aus, dass es der Nachfolger sein wird. Aber das werden wir dann wann anders spielen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal, Freunde.